Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 22. Juni bis zum 1. Juli. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Krebs und wir verlassen jetzt die Luftenergie vom Zwilling und kommen in die Wasserenergie. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie sich diese Energien auf dich auswirken, lieber Steinbock, lieber Steinbock. Karte will sie nicht zeigen. Okay, das war sehr verhalten, also zögerlich. aber trotzdem total kraftvolle Karte. Hier haben wir die 11. Karte der großen Arkana. In dem Crowley Tarot ist das auch die Lust. Deswegen werde ich sie auch als Lust interpretieren. Ich bin ja mehr in den Crowley-Universum drin. Und die Lust ist einfach sehr, ja, sehr leidenschaftlich und sehr tatkräftig, sehr stark. Also du wirst sehr stark das Bedürfnis haben, in dieser Dekade dich in das Leben zu stürzen, auf das dich mit dem Leben zu konfrontieren, auch mit allen Pro und Kontras dich auseinanderzusetzen und ja, dich auch zu behaupten, dich auch mit der Welt auseinanderzusetzen und dir deinen Wunsch auch, dein Wille, deinen Wunsch, dich selbst zu verwirklichen, deine Lebenslust Ausdruck zu verleihen und dieser Dynamik zu folgen. Das hat natürlich auch dann zur Folge, dass man halt auch sehr anziehend auf andere Menschen wirkt, wenn man so mitten in der Welt steht und hier tun sich auch Leidenschaften auf. Ja, auch sexuelle Anziehungskräfte, ne, spielen hier eine Rolle, ne? Vielleicht, also wenn du gerade jemanden kennengelernt hast, dann geht das ziemlich, ja, wird das sehr intensiv zwischen euch. Oder wenn es ist auch mit so einer Energie möglich, auch jemand Neues kennenzulernen oder eine Partnerschaft wiederzubeleben. Ja, oder wenn dir berufliche Themen am Herzen liegen, wenn du gerade an einem Projekt arbeitest, dann bist du mit vollem Herzen dabei, ne? Dann gibst du 100%. Also eine starke Energie hier in dieser Dekade. Und da schauen wir mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Okay, schauen wir mal. Ja, das ist ein bisschen konträr hier, ne? Ein bisschen konträr. Denn du suchst eigentlich nach der Stille, nach Stabilität, nach Entspanntheit, nach Ruhe. Naja, vielleicht auch nicht so konträr. Vielleicht hat das hier dann doch mit Liebesthemen zu tun, ne? Mit Liebesthemen einfach. Sieht mir hier weniger nach Arbeit aus. Ja, du suchst eigentlich den inneren Ausgleich, den inneren Frieden, den Moment, wo die Gedanken mal so innehalten, stillstehen können. Du möchtest den Moment genießen mehr und mal nicht an Arbeit denken, ne? Und Erholung finden. Und das wirst du, ja, das fand ich halt so konträr daran, dass du das durch Tatkraft erreichen wirst. Ne? Hier durch Leidenschaft, durch Wünschen, durch Wollen, durch Begierde, durch deine Taten, durch deine Kraft. Ne? Durch die Lust, ne? Deine Lebensfreude. Wenn du deine Lebensfreude ankurbelst und die freien Lauf lässt, diese Lebenslust entfesselt, wirst du diesen inneren Frieden finden. Diese innere Stille, diese Zufriedenheit, diese Klarheit. Ja, und irgendwie kommen dann dir diesbezüglich in diesem Prozess auch Erinnerungen hoch.
Oder du wirst Erinnerungen mit positiveren Erfahrungen ersetzen können. Also irgendwie so alte Gedanken werden da hochkommen, sollen in die Verarbeitung kommen. Ja, spannend. Wir schauen mal weiter, mit welchen Herausforderungen du es zu tun hast. Oh, wow. Ja, du fühlst dich im Moment richtig stabil. Also Job, Finanzen, Wohnung, Haus, etc. Das läuft alles. Auch ein stabiles soziales Netz, auch so was deine Familie, deine engsten Freunde anbelangt. Da erkennst du viel Stabilität. Vieles, was du erreicht hast, vieles, was du dir aufgebaut hast. Und da ist sehr viel Wertschätzung von deiner Seite für all diese Dinge. Du bist sehr dankbar dafür und bekommst dann halt auch diese Positivität auch wieder zurück. Also da gibt es einfach vieles, worauf du dich verlassen kannst. Und das erzeugt in dir ein ganz starkes Gefühl von Geborgenheit und Vertrauen, Selbstsicherheit, ja, und einfach Stabilität. Und aufgrund dessen kannst du natürlich deiner Leidenschaft, deiner Lebenslust freien Lauf lassen, weil du dich sicher fühlst, ne? Weil du dich einfach gefestigt und geerdet fühlst. Und da kommen neue Wünsche auf dich zu. Neue Inspiration kommt dir zu, weil du jetzt einfach schon einiges erreicht hast. Und da kommen halt jetzt diese Visionen auf dich zu. Ein Blick in die Zukunft womöglich. Eine Ahnung, was in ein paar Monaten sein könnte oder was du erreichen könntest jetzt mit dieser neuen Stabilität. Was jetzt alles möglich ist. Du erkennst die Möglichkeiten der Welt und das wird dich sehr beflügeln. Eine Wunscherfüllung ist hier auch tatsächlich möglich. Du wirst dich inspiriert fühlen, lebendig und mitten in deiner Tatkraft. Ist auch eine total gute Zeit für Kreativität, ne? Wenn du kreativ tätig bist, dann sehe ich hier eine enorme Schaffenskraft, ne? Und sehr viel Inspiration. Rad des Schicksals. Es ist alles so schicksalshaft, ja. Das Schicksal ist schon passiert. Das sind jetzt die Auswirkungen davon. Es gab eine schicksalshafte Begegnung in der Vergangenheit oder ein Ereignis, was sich jetzt bald als großes Glück erweisen wird. Bei diesen schicksalshaften Ereignissen, das sind halt so Wendepunkte in seinen Leben, naja, nicht eher im Äußeren, ne? Also wir sind umgeben von Entwicklungshandlungssträngen, kann man so sagen, ne? Und bei dem Rad des Schicksals gab es eine Kehrtwende, ein Wendepunkt, der einfach vom Schicksal so begünstigt wurde. Das hast du in der vor kurzem erfahren. Das ist in deiner Umwelt irgendwie passiert. Das war ein Ereignis, auf das du direkt keinen Einfluss hattest. Trotzdem hatte es Auswirkungen auf dich und die stellen sich jetzt als großes Glück für dich heraus. Das kann eine Begegnung sein, das kann ein Ereignis sein, das kann ein gewisser Umstand sein. Das kann auch etwas sein, was du selber gar nicht bewusst wahrgenommen hast. Manchmal ist das so, dass sich diese Dinge im Verborgenen abspielen. Wir können ja mit unserem menschlichen Verstand nicht alles überblicken, ne? Dann wären wir Superbrain. Also, da gab es auf jeden Fall Ereignisse, die sich jetzt sehr günstig auf dich auswirken und dich auch wiederum inspirieren und dich neu entflammen, dir neuen Mut geben, neue Motivation und Vertrauen in dich selber und in das Leben, ne? Das Interessante ist ja auch 10, 11, ne? Also hier zeigt sich auch ein Handlungsstrang, eine Kontinuität. Du warst in der Vergangenheit auf 10, jetzt bist du auf 11, ne? Als nächstes kommt die 12, naja, und so weiter und so fort. Streben. Ja, du hast voll Bock, dich zu behaupten. Vielleicht gibt es auch eine Person in deinem Leben, auf die du gezielt zugehen möchtest, die du quasi erobern möchtest. Vielleicht sind da auch
Konkurrenten, Konkurrentinnen, aber mit dieser Energie kein Problem. Wenn es hier um berufliche Themen geht oder sogar um deine Kreativität, ne, dann sehe ich auch hier bei dir ein gutes Vorankommen, sehr starke Wünsche, ein sehr starkes Wollen, einen sehr starken Ehrgeiz bei dir. Manchmal ist es sogar ein bisschen zu viel mit diesen 5 Stäben, manchmal ist man auch zu hart mit sich selbst in dieser Energie, ne? Also du willst ja diese Stille erreichen. Versuch dich mit deinen Gedanken mehr auf diese Lebensfreude-Aspekte zu konzentrieren, auf die hedonistischen Aspekte, auf den Genuss und die schönen Seiten des Lebens. Ja, das wird dir helfen, mit dieser Energie besser umzugehen, weil die Tatkraft ist sowieso da, die Wünsche und die Ziele. Das minderst du nicht, wenn du das auf schönere Dinge lenkst. Eine Königin der Stäbe in deinem Unterbewusstsein. Hier sehe, das könnte für eine Langzeitbeziehung sprechen, in der du bist. Vielleicht, ja, eben eine Feuerperson womöglich, Löwe, Widder oder Schütze. Muss aber nicht, ist auf jeden Fall eine Person. Also diese Karte kann sich entweder auf dich beziehen oder auf einen Menschen in deiner Umgebung, die dann ein Feuerzeichen wäre oder aus deiner Perspektive ziemlich viele Feueraspekte mitbringt. Vielleicht aus dem Geburtshoroskop, vielleicht aber auch nur durch die aktuellen äußeren Umstände. Ja, du bist nämlich ja kein Feuerzeichen, du bist ein Erdzeichen. Trotzdem, auch wenn wir mit einem gewissen Naturell in die Welt gekommen sind oder ein gewisses Naturell erlernt haben, ist es trotzdem so, dass wir im Leben auch andere Naturelle mal auch zeigen müssen. Ne? Deswegen kann diese Karte auch für dich sprechen. Du hast hier sehr viel Feuerenergie. Kann sehr gut sein, dass du jetzt gerade deine Feuerseiten ausleben musst. Oder manchmal bedingt sich das gegenseitig. Du hast einen Menschen an deiner Seite, der diese Feuereigenschaften mitbringt in eure Verbindung und dich auch dazu inspiriert, selber mehr Feuerenergie zu zeigen. Ne? Hier auf jeden Fall, ob das jetzt auf dich oder eine andere Person zeigt, diese Person ist auf jeden Fall eine sehr gereifte Persönlichkeit, eine Person, die genau weiß, was sie will und es auch bekommt, eine Person, die mutig, direkt und leidenschaftlich auf ihre Ziele zugeht und direkt kommuniziert. Bei dieser Person weiß man, woran man ist. Ja, aber normalerweise ist es auch so, dass diese Person alle Fäden in der Hand hält. Das sagt man gar nicht so, ne? Alle Fäden zieht. Nicht auf manipulative Weise, sondern also normalerweise macht man, was diese Person will, ne? Diese Person kann auch ein Vorgesetzter sein oder eine Mutter- oder Vaterfigur oder sonst wie irgendeine Autorität. Könnte sein, dass du da auch mit konfrontiert bist oder du eine Autorität sein musst. Ne, vielleicht, ja. Was bedeutet dir die Königin der Stäbe? Eremit und sich gehen lassen. Hier haben wir Jungfrauenergie. Ich sehe hier schon einen sehr selbst. Ich glaube schon, dass du diese Königin der Stäbe bist und du strebst ja mit dieser Energie zur Stille. Das ist die Hohepriesterin. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass das jetzt für dich hier ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit ist, in Richtung dein eigenes Ding machen. Mal so ganz man selbst sein und auch mal seine eigenen persönlichen Ziele anzustreben. Ne? So eine richtige Emanzipation eigentlich. Ne? So Selbstermächtigung. Ein Selbstermächtigungsprozess, in den du hier steckst. Und das könnte sehr gut sein.
Hier ein Ritter der Scheiben, das ist vielleicht dein Pendant. Der Ritter der Scheiben, auch genau das gleiche wie bei der Karte, könnte sich auf dich beziehen oder eine Person in deiner Umgebung. Wenn du es mit einer Jungfrau Menschen zu tun hast, dann bist du die Königin der Stäbe und dein Jungfrau gegenüber Ritter der Scheiben. Das wäre dann eindeutig. Es kann auch sein, dass du beide Personen verkörperst oder dass das eine Person ist und das eine Person ist. Oder dass beides die gleiche Person ist. Ja, der Ritter der Scheiben, der wird jetzt dann in naher Zukunft für dich wichtig. Ist ein Scheibenmensch, genauso wie du ein Scheibenmensch bist, ne, entspricht der Erde. Auch ein Mensch, der sehr pragmatisch denkt, mit beiden Beinen auf den Boden steht, in der Realität sehr realitätsnah ist, ne? Und realistische Ziele verfolgt. Auch materialistisch denkt, pragmatisch, nutzenorientiert. Ein Fels in der Brandung, ne? Ein Mensch, der sehr verlässlich ist, immer für einen da. Und sehr in sich ruht. Die beiden sind schon ein gutes Paar, ne? Muss ich schon sagen. Also es gibt nicht wenige Menschen, die es mit einer Königin der Stäbe, die da mithalten können. Der Ritter der Scheiben, der ist so ein Mensch. Allerdings ist die Königin der Stäbe manchmal zu entschlossen, zu schnell, entscheidet zu dynamisch, ne? Der Ritter der Scheiben, der nimmt sich lieber Zeit und ist eher gründlich bei allem, was er tut. Und ist mehr auf Dauerhaftigkeit ausgerichtet. Kann natürlich hier bedeuten, dass du hier zu einem Selbstfindungsprozess gelangst, ne? Wo du dann letztendlich in deine Energie kommst und dann erfährst du auch diese Stille, ne? Dieser Ritter der Scheiben, der kann die Stille wertschätzen, aushalten und genießen. Was bedeutet dir der Ritter der Scheiben? Die Prinzessin der Stäbe. Ja, es zeichnet sich doch ab, ne? Dass hier die gleiche Person ist und hier dein Gegenüber. Oder dass dein Gegenüber und du diese Person. Das könnte sein. Wenn du es mit einem Feuerzeichen zu tun hast, ist das natürlich eindeutig diese Person. Und diese Person hilft dir dann in dem Fall bei deinem Selbstfindungsprozess, ne? Die feuert dich an, die motiviert dich, ne? Die gibt dir den notwendigen Raum für Unabhängigkeit und trotzdem ist da sehr viel Intensität zwischen euch. Liebe. Oh mein Gott. Das ist nice. Das ist wirklich schön. Ne? Also das hat hier zwischen euch wirklich Potenzial. Auch für was Dauerhaftes. Und wenn du im Moment nicht weißt, wer diese Person sein könnte, lernst du diese Person vielleicht bald kennen. Oder diese Karte hier ist wirklich auf die Selbstliebe, zeigt auf die Selbst, die Liebe zu dir selbst, ne? Die du hier finden wirst, weil du dich selber so authentisch in der Welt verwirklichen kannst, ne? Dass du hier endlich mal machen, dass dem nachgehen kannst, was dir wirklich am Herzen liegt. Ich sehe hier halt auch die Möglichkeit für dich, habe ich ja schon mal gesagt, dass du deine Kreativität voll entfalten kannst. Das ist natürlich auch etwas, wodurch die Liebe in sich selber floriert. Also sehr schöne Aussichten hier für dich, lieber Steinbock. Ja, und hier haben wir schon wieder die Prinzessin der Stäbe. Also diese Person ist dir wirklich sehr wichtig. Ja, und ich habe es ja schon mal gesagt, diese Person motiviert dich, ne?
Also es ist halt schon dein Antrieb hinter dem Ganzen. Ja, oder du erlebst halt selber diese spielerischen Seiten, ne? Das ist hier auch alles diese Karte hier, ne? Die Lust. Ist auch eine typische Feuerkarte. Weist auch auf Löwe hin. Hier gibt es viele Hinweise auf Löwe. Hier, der Tiger ist ja auch so eine Art Löwe, ne? Also mythologisch, metaphermäßig betrachtet. Nicht biologisch, ne? Also, da sehe ich doch auch diese Energie viel in dir selber verankert. Die Prinzessin ist halt eine unreifere Version von der Königin, ne? Aber dafür hat die auch ein bisschen mehr Spaß und ist einfach offen und freilebig und abenteuerlustig, risikofreudiger. Hier die Liebe wieder, die neue Liebe, die neue Erkenntnis und der Magier. Wow. Wow, du kannst hier wirklich Neues erschaffen, ne? Auch eine ganz andere Perspektive auf deine Emotionen, auf die Welt, auch deine Weltsicht könnte sich verändern. Und du bist hier in der Lage, wirklich viele wichtige Impulse zu setzen, deine Welt zu gestalten. Kreativität. Kreativität sehe ich hier auch echt viel bei dir. Deine Umgebung. Das ist hier das Gleiche, was ich hier meinte, ne? Sehr stabiles soziales Netz, sehr viel Reichhaltigkeit, sehr viel Dankbarkeit, auch emotionaler Wohlstand, ne? Also, dass man sich einfach, ja, vom Gefühl einfach reich fühlt, beschenkt vom Leben und dass man sich einfach auf seinen Freundeskreis verlassen kann, dass man sich in seiner sozialen Umgebung einfach total wohlfühlt und völlig am richtigen Ort, dass sich das auch so vollständig und ganz anfühlt. Und wenn du in einer Partnerschaft bist, auch hier sehr viel Harmonie und Einklang und Vollendung. Ihr beide, ihr ergänzt euch nahezu perfekt. Da gibt es sehr viel Harmonie, sehr viel Ausgewogenheit. Und das zeigt ihr euch auch gegenseitig. Da ist auch ein sehr warmes Verhältnis, sehr viel Herzlichkeit darin. Das ist schön. Ja, und Hohepriester, Hohenpriester und Stille. Du möchtest einfach du selbst sein können. Dich der Spiritualität hingeben, ne? Du siehst da einen Weg, du hast viel Vertrauen, du glaubst fest an dich und dass deine Ziele in Reichweite sind. Du hast aber jetzt keine Ungeduld. Du vertraust dem Weltenlauf, dass alles gut wird. Und kannst dich halt den Geschehnissen um dich herum einfach hingeben und die Energie fließen lassen, tatsächlich. Wow. Das ist auch schön. Wir haben ja einen wichtigen Fixpunkt, das ist der 29. Juni, das ist Neumond. Und zum Neumond nimm die Energien ab, werden ruhiger. Das gilt für uns alle, ne? Da findest du die Stille. Da könnten dann auch diese Erinnerungen hochkommen. Und du wirst selber nachdenklicher. Du wirst nachdenklicher und reflektierst die vergangenen Erfahrungen und denkst über alles gründlich und konstruktiv nach und versuchst herauszufinden, was so deine persönlichen Überzeugungen sind. Was für Schlussfolgerungen ziehst du daraus? Was treibt dich an? Wer bist du? Wohin willst du? Was sind deine Ideale? Und
wenn du die dann gefunden hast, dieser Mensch ist, also der Hohepriester, ist bereit, so alles dafür zu geben, ne, für seine Ideale. Wenn er sie einmal gefunden hat, ist er da sehr konsequent und setzt diese in die Tat um. Der Ritter der Scheiben und der Hohepriester haben echt sehr viel gemeinsam. Sind beides Erdpersonen, du bist ja auch eine Erdperson, aber hier zeigt sich Stier. Vielleicht, das könnte auch sehr gut sein, hast du es auch mit einem Stier zu tun? Und dann sehe ich eine sehr, sehr starke Annäherung zu dieser Person und vor allem auch, dass du diese Person auch ganz richtig klar erkennen kannst, so wie diese Person tatsächlich ist, ne? Dass du den Wesen, diesen Charakters näher kommst und da, dass eure Beziehung auch eine gewisse neue Tiefe erreichen kann. Ja. Vielleicht lernst du auch diesen Stiermenschen erst kennen oder eben einen anderen Menschen, ne? Also der vielleicht irgendwas Stiermäßiges im Horoskop hat oder aktuell diese Eigenschaften, je nachdem. Auf jeden Fall, diese Beziehung, die wird dann auch ernster. Überhaupt dein ganzes Vorhaben wird ernster und nachdenklicher zum Ende der Dekade. Da kommt dann die Ruhe rein. Und da kannst du dann auch auf deine Erfolge rückblicken. Oder auf die ganzen Dinge, die passiert sind. Es sieht mir hier alles doch sehr abenteuerlich aus zum Anfang der Dekade. Also alles so, was für den 29. passiert, ist sehr aufregend, sehr spannend und intensiv auch, ne? Intensiv. Wird auch starke Gefühle hervorrufen. Und dann wird es ruhiger. Dann wird es ruhiger und du kannst es, hast genug Zeit, alles zu verarbeiten, alles richtig einzuordnen und die wertvollen Schlüsse daraus zu ziehen, um deinen Weg dann fortzusetzen. Ja, wirklich eine schöne Dekade für dich. Das wird eine aufregende, spannende Zeit, lieber Steinbock. Auf jeden Fall und erfüllend auch, ne? Ja, ich habe hier schon den Eindruck, dass du hier auch viel auf diese Krebsenergie einsteigst. Diese Person könnte auch gut ein Krebs sein. Krebs, Löwe. Nee, nicht Löwe, oder? Nee, Widder, Widder. Widder könnte es auch sein. Aber Löwe hatte ich hier auch, ne? Jungfrau hier auch, ne, dann sind diese Aspekte auch wichtig. Wassermann-Zwilling wäre auch denkbar. Ein wenig. Ja, es ist auf jeden Fall, du wirst auch sehr viel Neues erfahren. Was sagt denn der Mond zu deiner Energie? Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Auf keinen Fall. Ja, absolut. Lass dich nicht vom Vergangenen bremsen. Das ist die Erinnerung, die dann besonders zum Ende der Dekade aufsteigen wird auch, ne? Da wirst du vielleicht auch mit alten Themen etwas konfrontiert sein. Aber ich sehe hier eigentlich ganz wenig Gefahr, dass dich diese Erfahrung bremsen könnte. Ganz im Gegenteil, es ist doch mehr so, dass du da viel, du hast ja auch hier diese Heilungsenergie, ne? Dass du hier vieles ausgleichen kannst von vergangenen Erlebnissen, dass du hier viele Erinnerungen mit positiven Erinnerungen ersetzen kannst. Dann haben wir hier Albrecht Dürer, der dir sagen möchte,
Der Ausbruch des einen ist der Durchbruch des anderen. Das ist ja mal ein spannender Eindruck. Ja, ihr, das ist eure hier, ne? Ihr beide, ihr habt ganz schön Energie. Vielleicht, also mit so Feuer, Erde, gibt es auch manchmal einen Clash, ne? Vielleicht gibt es auch einen Streit zwischen euch oder so eine Auseinandersetzung mit dieser Energie. Ich habe ja vorhin gemeint, dass diese Energie sehr hart sein kann. Da geht es auch um Konkurrenz und sich durchsetzen. Vielleicht gibt es einen Moment, wo du explodierst, wo du irgendwie, ja, also dich hier irgendwie im Streit mit dieser Situation, mit dieser Person befindest. Ich sehe aber, wenn dann nur einen Streit und der ist dann ganz, ganz groß und der ist dann aber auch sehr konstruktiv. Das könnte sehr gut sein. Der ist dann aber sehr sinnvoll, ne? Das ist kein zermürbender, destruktiver Streit, sondern irgendwie doch etwas, was gesagt werden muss. Ne, der Ausbruch des einen ist der Durchbruch des anderen. Ne? Dass auch in diesem Streit ihr euch gegenseitig viel geben könnt. Sei dir deiner Perspektive bewusst. Ja, da kommen ja neue Perspektiven auf dich zu. Und die Apokalypse der vergangenen Tage. Ja, das ist schon hier sehr leidenschaftlich, was um dich herum ist. Was haben wir hier noch? Ruth Bader Ginsburg möchte dir sagen, Missstände sind die Schlüssel, die Türen öffnen können. Ja, hier öffnen sich auf jeden Fall einige Türen. Frauen, die die Ausnahme sind, können zur Regel werden. Auf jeden Fall. Über Widerspruch ohne Groll. Ja, man kann, das ist sehr wichtig, manchmal seinen Standpunkt zu vertreten und zu widersprechen. Steinböcke sind eigentlich oft recht konfliktscheu. Ja, habe ich schon so oft die Erfahrung gemacht und haben Schwierigkeiten, ja, ihre eigenen Bedürfnisse mal so ganz klar auf den Tisch, direkt auf den Tisch zu legen. Das machen sie oft so indirekt. Aber das klappt ja nicht bei jedem Menschen. Wenn du es mit einem Feuerzeichen zu tun hast, dann merkt er dieses Indirekte gar nicht, ne? Und übergeht das einfach sofort. Also Feuerzeichen verstehen meistens, auch als, außer sie haben irgendwie besondere Erfahrungen gemacht oder irgendwie eine interessante, eine besondere Geburtshoroskop-Konstellation. Feuerzeichen verstehen meistens nichts anderes als, außer direkte Ansagen. Deswegen ist da, ist es da schon notwendig, mal so einen richtigen Widerspruch klar zu machen. Ich weiß aber, dass Steinböcke das nicht so gerne mögen. Wenn du es mit einem Stier zu tun hast, dann ist es oft so, dass der Stier einfach auch unheimlich viel runterschluckt, bevor er irgendwas sagt, ne? Dann solltest du vielleicht dann diese Person herausfordern, dass sie das, dass sie mal die Karten offen auf dem Tisch legt. Da kann man dann ja auch mal widersprechen und das deutlich sagen, so, sag mal, was bei dir los ist, wie ist, ne, was du da jetzt, ob dich da jetzt irgendwas dran stört, whatever, ne? Jetzt hängt so viel von den Situationen ab. Da sind eure persönlichen Situationen wirklich ganz unterschiedlich. Ich lese hier immer nur die allgemeinen Prinzipien ab, ne? Und wie sich das dann im Konkreten bei euch im Einzelnen auswirkt, ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ja, lieber Steinbock, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass dich diese Legung inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine abenteuerliche Dekade mit viel, ja, Spannung, viel reizvoller, leidenschaftlicher Energie. Von Herzen alles Gute und bis bald. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen.
Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video so wie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.